Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial zu Leitstellenspiel.de. Heute möchte ich euch zwei Neuerungen zeigen und diese zwei Neuerungen haben was mit dem Alarmieren bzw. mit den Funksprüchen zu tun. Am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Frage, also bleibt dran. Also, fangen wir mal an. Ihr seht, ich habe hier einen Funkspruch, einen Sprechwunsch und ganz viel anderes Zeugs. Jetzt neu. Der Funkspruch, der Sprechwunsch ist etwas abgesetzt und ich alarmiere jetzt mal irgendwohin irgendein Fahrzeug. Hier zum Beispiel zu dem akuten Asthmaanfall schicke ich einen RTW. Dann seht ihr jetzt hier schon, das ist neu. Bei Fahrzeugen auf Anfahrt wird die ungefähre Entfernung angezeigt. Diese Entfernung aktualisiert sich, wenn man das Fenster neu aufruft, so circa einmal in der Minute. Das ist auch wie gesagt nur die Luftlinie, aber ihr habt so einen ungefähren Anhaltspunkt, wie weit das Fahrzeug noch entfernt ist, falls ihr euch irgendwie falsch alarmiert habt. Und, ganz neu, ihr habt es jetzt vielleicht hier unten gesehen, der Sprechwunsch ist nicht nach unten weggerutscht, sondern steht jetzt weiterhin hier an erster Position. Das heißt, der FMS-Status 5, Sprechwünsche, bleiben immer an erster Position. Ihr könnt jetzt, wenn ihr den RTH aufruft, in diesem Fall, sehen, dass der Sprechwunsch verschwindet. Das heißt, hier sind nur noch aktuelle Funksprüche, also nur noch, ja, ich sag mal, die Sachen, die auch wirklich aktiv sind. Wenn ihr jetzt irgendeinen Status aufruft, zum Beispiel hier den RTH mit dem FMS-Status 7 Patienten aufgenommen, dann verschwindet auch dieser Eintrag. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die Fahrzeuge aufruft, damit praktisch bestätigen, dass ihr das gelesen habt. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Wichtig ist, und das sind die zwei Neuerungen für heute, beim Alarmieren steht bei den Fahrzeugen auf Anfahrt die Entfernung und FMS-Status 5 bleiben jetzt oben angepinnt. Das heißt, das sind die wichtigen. Wenn ihr die einmal aufruft, verschwinden die hier aus der Liste. Ihr könnt eure Alarmierung machen und ja, könnt dann damit besser spielen. So, wichtige Frage, es geht auf Weihnachten zu. Und Weihnachten, ja, da möchte ich natürlich auch in diesem Spiel irgendwelche Weihnachtseinsätze haben, die jetzt nur in dieser Weihnachtszeit auftreten können. Deswegen wäre es super, wenn ihr in die Kommentare hier bei YouTube bzw. bei Facebook einfach schreibt, was ihr euch wünscht für Weihnachtseinsätze. Dann kann ich die umsetzen und dann haben wir einen Haufen voll Weihnachtseinsätze, die nur an Weihnachten auftreten. Das würde mich ganz doll freuen. Wenn euch die zwei Neuerungen gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch hier bei YouTube bzw. ein Like bei Facebook. Schreibt es ins Forum, schreibt es irgendwo hin. Macht was. Ich freue mich auf eure Reaktionen und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Danke. Ciao.